Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist soweit. Heute ist der 16. Mai 2023. Es ist Eröffnungstag für Bussimulator 21. Nächster Halt oder Next Stop, wie die Engländer sagen würden. Oder die Amerikaner. So würden die das sagen. Es ist ja eine amerikanische Hauptkarte. Und wir sehen schon hier, es gibt einiges an neuen Sachen. Natürlich, das wurde schon angekündigt, Tram und Schulbus. Das kommt aber erst später. Viel, viel später. Schulbus im September und Trams im Dezember. Also könnt ihr euch noch ein bisschen darauf vorbereiten. Jetzt ist erst Mai. Da ist also noch einige Zeit bis dahin. Der Season Pass oder Saison Pass, der ist öffentlich einsehbar auf der Webseite. Da findet man übrigens auch Informationen zu Schulbus und Tram. Das ist ein Pack aus vier verschiedenen Erweiterungen, beziehungsweise, ja, eben. Die Kartenerweiterung ist gratis, aber Schulbusse werden extra kosten, die Trams werden extra kosten. Und dann gibt es ein Schulbus-Pack. Thomas Bild heißt das, glaube ich. Das wird extra kosten. Und dann ist noch, sind insgesamt vier Dinge, die man sparen kann. Das vierte ist mir jetzt gerade entfallen, aber hat wahrscheinlich auch mit der mit Tram. Wahrscheinlich ist es eine Tram-Erweiterung. Also dass noch Trams, neue Tram-Modelle noch dazukommen. Möglicherweise, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe mich mit den Trams überhaupt nicht befasst. Ich habe mich auch mit den Schulbussen nicht befasst. Für mich war das einzig Wichtige, und das werde ich auch, das ist das Einzige, was ich euch zeigen werde. Das ist die Map Extension, also die Erweiterung. Wäre vielleicht mal noch sinnvoll, das Ganze auf Deutsch umzustellen. Genau, also dann ist eine Kartenerweiterung. Und was ich auch zeigen möchte, ist das Ebusco Bus Pack. Das ist ja auch heute mit der, wird heute veröffentlicht. Ah, stimmt. Ich Idiot. Das ist natürlich das vierte vom Season Pass. Also wir haben die Erweiterung Schulbus, wir haben die Erweiterung Tram, wir haben das Ebusco Pack und einen weiteren Schulbushersteller, der dann mit dem Schulbus Pack dazukommt. Das ist der Teil vom Season Pass. Und das Ebusco Pack, das ist heute erschienen. Das ist also der erste Teil von diesen vier Teilen, die man mit dem Season Pass kaufen kann. Man spart eines von diesen vier Teilen, wenn man den Season Pass kauft. Dann bezahlt man nur für drei von den vier Erweiterungen. Die Kartenerweiterung, wie gesagt, die ist gratis und die ist seit heute da. Und deswegen werden wir das heute auch anfangen. So, und jetzt sind wir auch auf der Karte. Und ihr seht schon da, ja, die Tramgleise ist natürlich alles vorbereitet, aber das wird erst aktiv, wenn da die Trams kommen, dann Weihnachten oder kurz vor Weihnachten. Also, die Gleise könnt ihr euch schon mal vorstellen, aber da wird noch länger nicht viel passieren. Es gibt auch ein neues Missionspack für die Kartenerweiterung. Da werden diese neuen Bezirke hier oben alle natürlich involviert. Und ihr seht schon, ja, dadurch, dass die Karte jetzt viel größer ist, kann ich nicht mehr alles zeigen. Also, es fängt hier oben an. Die Linien 1, 2 und 3 sind erweitert worden. Und es hat neue Linien gegeben. Mittlerweile sind wir jetzt bei 15 Linien. Ich möchte aber zuerst, um es vorwegzunehmen, weil das ist ja, was die meisten interessiert, ich möchte den Ebusco vorstellen heute. Das ist das Kerngeschäft eigentlich von diesem heutigen Video. Nachher werde ich dann die Linien 1 bis und mit 14 inklusive 2E, die 2E werde ich nach der Linie 2 machen. Die werde ich alle nochmal abfahren und werde euch zeigen, wie das jetzt mit dem Netzwerk aussieht. Und dann werdet ihr auch wieder einen Eindruck von der ganzen Karte bekommen. Ihr seht, jede Bushaltestelle wird durch irgendeine, mindestens eine von meinen Linien abgedeckt. Es gibt also Holzfäller ist hier neu, dann gibt es hier Haselnuss, Bach oder Haselbach. Eigentlich ist es Haselbach, wenn man es genau übersetzen will. Ich kenne sogar einen Haselbach, das liegt in der Steiermark. Und dann gibt es noch Otterrock oder Otterfelsdamm. Und das ist dieser Bereich. Das ist auch der größte Bezirk. Das ist hier der Otterrock. Der ist relativ groß. Dann Haselbach. Ja gut, Haselbach ist auch noch relativ groß. Und dann haben wir noch die Holzfäller. Die sind ein bisschen, das ist ein bisschen ein kleinerer Bezirk. Da sind auch nur 1, 2, 3, 4, 5 Bushaltestellen drin. Aber
Ja, eben, weil das auch eine relativ abgelegene Stelle ist, fährt da auch nur eine Buslinie bis ganz in diesen Bereich rein, hier. Und die Linien 2 und 2E fahren hier lang und die Linie 6 fährt hier lang, mit der Linie 4 auch noch. Die Linien 4 und 6 bedienen den Geysirpark. So, also ich kann mal so ein bisschen Überblick kann ich ja geben. Also das ist, so sieht's aus auf der rechten Seite mit dieser Kartenerweiterung. Dann gibt es verschiedene Ortschaften. Hier ist natürlich eine Ortschaft. Hier ist eine kleine Ortschaft. Das ist außerorts. Das ist auch außerorts. Diese Haltestellen sind auch außerorts. Also das ist nur ein Hotel. Das Hasel Hotel. Genau. Auch das ist außerorts hier. Das ist außerorts. Das auch. Diese Haltestelle. Diese zwei Haltestellen. Ja, es kann sein, dass vielleicht Otterbau. Dass der nicht mehr außerorts ist. Aber auf jeden Fall, ja, hier Blockade und Kraftpflanze, beziehungsweise das heißt natürlich Kraftwerk. Das ist Powerplant-Kraftpflanze, ne? Ja, das ist alles neu. Und das ist ja auch alles außerorts. Und dann haben wir hier auch diese Haltestelle außerorts, der Anthos-Ausblick. Da sieht man wunderschön bis rüber, bis zur Brücke, bis auf diese Brücke hier. Da ist wirklich einiges los. Hier fahren die Linien 3 und 8. Also es ist wirklich da eben, die Autobahn hat natürlich einen neuen Anschluss bekommen. Hier hat die Autobahn einen neuen Anschluss bekommen. Lustigerweise, ja, das ist noch ganz interessant. Hier fährt zum Beispiel gar kein Bus hin. Das hätte ich eigentlich noch machen können, weil hier wäre noch eine Ab- und eine Auffahrt zur Autobahn. Hier halten die Linien 1 und 8, aber es wäre vielleicht mal in Zukunft noch eine Möglichkeit, dass man eine Linie 15 noch macht, die vielleicht von hier vom Highway Point startet und dass man diese Linie über die Autobahn führt und dass die vielleicht hier mit dem Business Center noch was verbindet. Das wäre eine Möglichkeit, aber da ja, bin ich noch ein bisschen unsicher, was ich da, wie ich das verbinden soll, weil ja eben, es ist halt kein sehr belebtes Gebiet, aber ihr werdet es dann sehen, wenn ich das mit den Linien mache. Jetzt aber möchte ich den Ebusco zeigen. Und zwar beide Ebuscos. Ich zeige aber beim 2.2 nur den Gelenkbus. Jetzt, wo stehe ich hier? Ich mache jetzt einfach mal Schnellreise und dann werde ich einen neuen Ebusco kaufen und werde den aber nachher wieder verkaufen. Weil ich möchte jetzt nicht die Busse von den Linien abziehen. Also, wir haben einerseits hier den 3.0, den möchte ich als erstes zeigen. Und ihr seht hier schon, ich stelle ihn mal kurz raus, damit man es ein bisschen besser sieht. Sehen wir schon die Linie 4 mit einem E-Citaro. Also man sieht hier schon wunderbar, da sind keine Spiegel mehr dran, sondern das sind Kameras. Spiegelkameras. Kommt auch mit einer einzigartigen Lackierung. Die kann man übrigens auch auf anderen Bussen einsetzen. Die Lackierung heißt Ebusco und das kann man wunderschön machen. Passt eigentlich noch, ja. Ist mal was anderes, nicht immer nur das Standardweiß, was man halt sonst sieht. So, und jetzt gehen wir mal nach innen. Und da sehen wir hier schon Glasdach. Der erste Bus mit einem Glasdach ist auch der einzige. Der 2.2 hat kein Glasdach. Also das gilt nur für den 3.0. So, schönes Design hier mit den Bodenlinien, mit Rollstuhlplatz, Kinderwagenplatz. Können natürlich theoretisch auch ein zweiter Rollstuhl rein. Und jetzt schauen wir uns mal das Cockpit an, die Lichter aus, damit man das ein bisschen besser erkennen kann. So, und was hier auffällt, hier, das ist die Spiegelkamera für vorne unten, also für die Ecke rechts. Die ist ganz wichtig. Und beim Volvo 7900 und beim Büth
sie ist dieser vorne Rechteckspiegel oben rechts auch interaktiv angebracht worden. Das ist ein Update gewesen, das man gemacht hat. Schade, dass man das nicht für alle Busse gemacht hat, also für die MANs, für die Mercedes. Das ist schade, weil die haben ja diese Spiegel ebenfalls und dort wird einfach nur ja, quasi das Gleiche gemacht, was man hier links sieht, also quasi wie beim Solaris. Ein Totwinkelspiegel nach vorne zur Tür, aber nicht zur Ecke. Das ist ein bisschen schade, aber naja, gut. Damit kann ich noch leben. Dann haben wir natürlich links das Navi, dann Spiegelkamera links, Spiegelkamera rechts. Und das ist eben cool. Wenn ich jetzt mich so hindrehe, dann sehe ich die Spiegelkamera doch noch, weil sie ja unter dem Rückspiegel montiert ist. Innenrückspiegel. Und das ist cool. Da muss ich wirklich sagen, das macht Freude. Ansonsten natürlich ein klassischer E-Bus, wie man ihn kennt. Also geräuschlos. Und dann haben wir hier auch noch ein sehr schönes interaktiv-digitales Cockpit. Da sieht man auch die Geschwindigkeit sowohl digital als auch analog. Und man sieht auch den Akkustand, der ist sogar relativ niedrig, bei rund 50% nur noch. Und okay, da ist also doch ein Unterschied. Normalerweise kann man bei einem Bushändler da hinten rum und kann den Slalom fahren. Das kann man bei diesem Bushändler hier offensichtlich nicht. Das ist der Bushändler von der Kartenerweiterung. Ja, tatsächlich. Also hier gibt es keinen Slalomkurs. Jo, also doch ein einzigartiger Bushändler. Das ist doch mal interessant. Sehr schön. Natürlich kann man sich auch überall hinsetzen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen unglücklich wahrscheinlich hingestellt, weil ich will ja nachher noch einen Gelenkbus zeigen. Also stelle ich den Solowagen hier mal hin. Dafür gibt es hier einen Lackierer. Ich weiß zwar nicht, ob das geht. Wahrscheinlich nicht, weil das ist ja ein Bushändler. Einen extra Lackierer müssen wir mal gucken, übrigens auf der Karte. Also, was es gibt. Ja, da ist ein Lackierer tatsächlich. Hier. Paint Paradise. Genau. Und hier. Oben bei der Nordstraße, beziehungsweise bei der Seesicht hier, bei der Seeterrasse, hier gibt es ein Busdepot beim Otterrock. Das heißt auch Otterrock Depot. Also hier kann man auch auf diesem kurzen Abschnitt fährt zwar keine Linie, aber aus diesem Depot fahren natürlich die Linien 1, 2 und 3 aus, weil die Linien hier anfangen. Ist also ein sehr wichtiges Depot. Das entlastet die anderen Depots, zum Beispiel eben das Hochländerpark Depot oder auch das Sonnenkuss Depot hier unten. Ist also ganz wichtig. So, dann geht's also zum eBusco 2.2. Den gibt es als Solo und als Gelenkbus. Ich werde nur den Gelenkbus zeigen, weil wenn man den Gelenkbus gesehen hat, hat man den Solobus auch gesehen. Und jetzt kommt eine große Spezialität. Die Fahrzeugauslastung, ihr seht es hier, beim kleinen und auch. Ah, Moment mal! Es gibt doch einen Unterschied. Der Solo hat einen normalen Spiegel, beziehungsweise in der Vorschau. Aber wenn ich jetzt. Das ist interessant, weil wenn ich jetzt den Bus nämlich hier. Ja, dann sind die Kameraspiegel drin. Ah, das ist interessant. Okay, aber nichtsdestotrotz, das ist also der Ebusco 2.2 Solo. Ist also vom Cockpit eigentlich genau das gleiche. Ich kann dann das Interieur kurz zeigen. Auch der hat die speziellen Leitlinien. Ist wahrscheinlich für Blinde. Aber ansonsten ist er eigentlich gleich wie der Gelenkbus. Das Cockpit zumindest auch.
Da sieht man, da ist noch ein bisschen das ältere Lenkrad drin. Und das werde ich jetzt am Gelenkbus kurz zeigen. Hat auch Busladung 3 und jetzt ist, oder Fahrzeugauslastung, und jetzt kommt das große Wunder. Auch der Gelenkbus hat Fahrzeugauslastung 3 und nicht 4. Alle anderen Gelenkbusse haben Fahrzeugauslastung 4 oder sogar 5, denn die Carpa Cities hier unten, diese zwei, die haben jetzt Auslastung 5. Das ist neu. Und der Doppelstock von Alexander Denis, der hat jetzt Fahrzeugauslastung 4, was auch realistisch ist, denn der kann ja so viele Leute fassen, ungefähr wie ein Gelenkbus. Also die Doppeldecker haben ab sofort Fahrzeugauslastung 4. Die anderen Gelenkbusse haben alle 4, aber eben der E-Busco, der hat jetzt also Auslastung 3. Und jetzt sehen wir hier den Gelenkbus. Im Prinzip nochmal dasselbe. Das Lenkrad kann vielleicht sogar sein, dass das ein bisschen heller ist als das vom Solofahrzeug. Möglich. Ansonsten ist es eigentlich wirklich das gleiche Design. Ja, die Sitze haben hier eine schwarze Lehne. Beim Solo haben sie weiße Lehnen, lustigerweise. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich gleich wie der Solo. Ich werde jetzt aber mit dem Gelenkbus noch einmal kurz rausfahren. Chili Vanille am Steuer. So. Fahren wir einmal kurz raus. Der 2.2, ihr seht es, der hat zwar das Navi auf der linken Seite, aber keine Spiegeleckkamera auf der rechten Seite vom Cockpit. Das hat er nicht. Aber das ist nicht weiter tragisch. Da gibt es Schlimmeres. So. Jetzt will ich ihn nochmal von außen zeigen, beziehungsweise wir haben noch richtig drum rumlaufen im Licht. Ja, ist halt ein Dreitürer, ist eher so fürs Land gedacht halt, wo zwar viele Leute in den Stoßzeiten sind, aber halt ansonsten nicht allzu viele und dann braucht es auch nicht vier Türen. Ist also eher sitzplatzoptimiert, das sieht man auch hier hinten sehr gut. Ohne vierte Tür gibt es natürlich viel mehr Platz für Sitzplätze hier hinten und das ist doch auch ganz nett. Der 2.2 Gelenkbus, der fährt auch auf meinem Liniennetz. Ihr werdet den also bald zu sehen bekommen. Ich werde heute noch ein zweites Video hochladen mit der Linie 1. Vielleicht komme ich sogar noch zur Linie 2. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ansonsten, man sieht es hier. Also die digitale Anzeige, Tacho, die ist eigentlich gleich wie beim 3.0. Sieht man auch noch die maximale Auslenkung hinten. Ich hätte gar nicht so eng einlenken müssen, aber das funktioniert also auch sehr gut. Spiegelsicht ist perfekt. Schön einmitten das Ganze, damit man auch den rechten Spiegel perfekt sieht. Ansonsten Cockpit-Features eigentlich nichts Spezielles. Das übliche halt Türsteuerung, Gangwahl und Absenkung und die Hupe. Genau. Ansonsten alles wie gehabt. So viel also mal für den Anfang. E-Busco haben wir jetzt gesehen. Kaufen musste ich ihn nicht mal. Ich kann ihn ja einfach nur aus dem Gelände laufen lassen. Weil in Action werdet ihr diesen Bus spätestens dann sehen, wenn wir auf der. Mal gucken. Hier sehen wir ihn noch nicht. Auf der Linie 2 sind die Büte drauf, genau. Auch auf der Linie 3 sehen wir den noch nicht. ECTOG, dann müssten wir ihn spätestens auf der Linie 6 zu sehen bekommen. Genau, weil hier haben wir nun ungerade Zahl, 19. Das heißt, wir haben vier Gelenkbusse mit vier Türen oder mit Kapazität 4. Und dann ist eben noch ein E-Busco hier im Einsatz. Also auf der Linie 6 werde ich dann darauf achten,
dass wir mit dem Ebusco fahren, weil wir ja den MAN Line City 18 und den E-Citaro G auch auf anderen Linien zu sehen bekommen. Zum Beispiel auf der Linie 4 sehen wir den E-Citaro G und den MAN Line City 18, den sehen wir auch auf der Linie 5. Ich werde aber natürlich auch, das sieht man dann spätestens hier auf der Linie 7, da ist noch, da sind dann vor allem Capa Cities zu sehen. Da werden wir dann die Capa Cities zeigen. Da sind sie in Aktion. Also es wird sehr interessant. Wir werden übrigens, also genau, die Linie 8 ist vor allem Ebusco-Gebiet. Da haben wir drei Ebuscos dann nochmal im Einsatz. Da werde ich dann auch nochmal den Ebusco, spätestens dann werde ich ihn zeigen. Wenn ich auf der Linie 6 vergessen sollte, spätestens auf der Linie 8 werden wir dann den Ebusco zu sehen bekommen. Und ich kann vielleicht auch schon mal eine Vorschau geben. Also die Linien 1 inklusive 2E bis und mit 10 sind Gelenkbuslinien. Die Linien 11 bis und mit 14 sind Solobuslinien. Und keine Linie ist länger als eine Stunde. Die Linie 6 ist die längste. Ich muss aber dazu auch sagen, dass die Linien 1 bis und mit 10 inklusive 2E Ping-Pong-Linien sind. Das heißt, eine Richtung ist nicht länger als 30 Minuten. Das ist auch gut für die Videos. Die einzige Linie, die ein bisschen länger ist als 30 Minuten, ihr seht es hier, weil das ist eigentlich eine geteilte Ping-Pong-Linie. Es sind zwei Rundkurse, die zusammen dann wieder eine Ping-Pong-Linie ergeben. Das musste ich so machen, wegen zum Beispiel hier. Weil eben die eine hält hier, die andere hält hier, das hätte nicht funktioniert. Und so ist es halt dann. Die Linie 7 ist damit eigentlich, wenn man es kombiniert, ist es die größte und die längste Linie. Und da verkehren auch am meisten Capacities. Also die Linie 7 ist so ein bisschen neben der Linie 1 bis 3, neben den Linien 1 bis 3 ist, würde ich sagen, ist die Linie 7 und auch die Linie 5 sind so ein bisschen die Kernlinien, die wirklichen Hauptlinien, so wie es ja auch bei Stadtbus Winterthur der Fall ist. Ich habe ja auch die Destinationen hier ein bisschen dem Stadtbus Winterthur angepasst. Beziehungsweise, das ist schon, also wenn die Linie 7 nach Oberseen fährt, das ist ja eigentlich schon Vision 2035. Vom Liniennetz her, weil es gibt ja auch noch keine Linie 8 nach Pfaffenwiesen, die kommt ja auch erst später. So, aber soweit mal bis hierhin. Ihr seht, ansonsten sind die Streckenlängen kürzer. Also eben, man sieht hier zwar 48, 46, aber das sind Ping-Pong-Linien. Die Linie 11, das sind alles Rundkurse übrigens. Also 11, 12, 13, 14, aber ihr seht hier, keine ist länger als 31, gut, okay, 31. Aber das ist wirklich so, also eine halbe Stunde mehr, wirklich viel mehr nicht. Das ist auch für die Videos sehr angenehm. Die 2E ist auch eine Ping-Pong-Linie. Also da werdet ihr sehen, es wird sehr angenehm von der Videolänge her zwischen 20 und, also die kürzeste ist hier, die 12, die ist 20,5 Minuten. Beziehungsweise, ich würde sogar sagen, dass die Linie 4, da es ja eine Ping-Pong-Linie ist, wahrscheinlich die kürzeste ist mit rund 18,5 Minuten. Ihr werdet also relativ kurze, kompakte Videos sehen, höchstens 30 Minuten. Das ist das Ziel. Und ich wünsche euch viel Spaß. Die nächsten 15 Videos sind also schon klar, was kommt. Und bei Fragen bitte in die Kommentare. Und ihr habt sicher gemerkt, logisch, das musste ich nicht groß erwähnen. Die Videos sind ab heute oder ab allgemein schon, seit ich Star Trek Online restartet habe, neu gestartet habe. Alle Videos sind jetzt auf Deutsch. Ihr habt aber die Möglichkeit, die englischen Untertitel zuzuschalten. Die sind autogeneriert, aber die funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Ich bemühe mich auch, relativ deutlich zu sprechen, damit auch das Tool die englische Übersetzung einigermaßen genau hinbekommt. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bus Simulator 21, nächster Halt. Tschüssikowski.